Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Ja, und wir haben ja das letzte Mal ordentlich gefailt, mal wieder, haben aber trotzdem Stufe 3 schon freigeschaltet. Allerdings brauchen wir doch zum einen ordentlich Sterne, zum anderen brauchen wir dafür noch einen Wagen und dafür fehlt uns momentan das Geld. Also ab zurück zu Stufe 2 und da vielleicht ein bisschen mehr reißen. Ihr hört wahrscheinlich auch schon, ich bin gesundheitlich stark angeschlagen, aber irgendwann musste ich jetzt mal wieder aufnehmen und dann dachte ich mir, komm, machst es einfach mal jetzt. So, ich denke, ja, Drift habe ich ja voll verkackt, habe ich auch ein paar Tipps bekommen, aber keine Ahnung, Leute, ich habe mir da echt keinen Reim drauf machen können. Wir fangen heute einfach mal mit dem Car-Battle an. So ganz gut durchstarten, neue Aufnahme, neues Glück, 350Z gegen S2000, da sollte doch was zu holen sein. Und Nissan treten bei diesem Wettkampf gegeneinander an und wir haben die Chance, den S2000 oder den 350Z zu fahren. Ja, da fällt die Wahl nicht so schwer, da der 350Z deutlich besser ist, also steigen wir doch gleich mal in das Vehikel, mit dem wir auch schon zumindest ein wenig vertraut sind. Und jetzt bin ich mal äußerst gespannt, wie das hier laufen wird. Mann, 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 Mann. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Spiel NFL Shift selbst. Also ich habe jetzt, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr aufgenommen. Ich war echt... Ja, komm, Hals, Maul. Ich war echt frustriert beim letzten Mal, wie schlecht ich wirklich war. Wie scheiße das gelaufen ist. Ich habe auch kurz daran gedacht, um das Projekt echt abzubrechen, weil teilweise lief euch hier echt ein Drecks-Gameplay, muss man sagen. Das muss ich auch so sagen, aber keine Ahnung. Ich bin irgendwie einfach, komme nicht klar mit dem Spiel und ja, jetzt bin ich schon wieder hinten. Nee, aber das ist irgendwie alles, keine Ahnung. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel und ich jede neue Aufnahme denke ich mir, so, jetzt machst du es besser, aber guckt euch das an, jetzt bin ich hier schon wieder hinten dran, aber was soll es? Ich werde alles probieren, wie immer. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, dann reicht es eben nicht. So einfach ist das. So, jetzt vielleicht hier mal leicht in den Windschatten kommen, aber da ist die Runde auch schon vorbei. Und die erste Runde haben wir gleich mal schön verkackt. Nice, aber ich werde jetzt etwas entspannter rangehen, denn ich habe mir vorgenommen, alle Sterne werde ich sowieso niemals holen können in diesem Spiel. Mein Ziel ist es einfach, die NFS World Tour zu erreichen. Ich war noch nie so weit offline oder habe das Spiel nie so weit gespielt. Und Stufe 3 haben wir schon mit ganz schlechten Leistungen erreicht. Also, ich hoffe, das geht schon. Alter, wie weit vorne startet denn der? Bin ich eben auch so weit vorne gestartet? Das ist aber äußerst mysteriös. So. Jetzt werde ich mal etwas aggressiver fahren. Ja, aggressiv natürlich. Aber ich sehe da ein bisschen schwarz. So, mein Freund. Zack, wir sind tatsächlich vor ihm geblieben. Haha, hätte ich nicht gedacht, du. Hätte ich gedacht, der kassiert uns gleich wieder am nächsten Kurvenausgang. So, und jetzt das Ganze etwas aggressiver fahren. Etwas runder. Jawohl. Am besten innen einfach die Tür zu halten, dann hat der Typ gar keine Chance. Und anscheinend hat er einen Fehler gemacht. Jawohl. Bitch, please. Na gut, wir holen nicht 5 Sekunden auf ihn raus, aber er kommt auf jeden Fall nicht mehr ran. Und wir gehen gegen Takeshi Sato in die entscheidende dritte Runde. Ha, das ist ja unfassbar. Ne, das war jetzt mal eine gute Runde. Solide durchgezogen, die Scheiße. Und dann läuft das auch. So, mein Freund. Und jetzt wirst du richtig leiden. Ne, ich weiß nicht, ob er richtig leiden wird, aber jetzt wird er hoffentlich abgezogen. Ist klar. Alter, warum habe ich ihn gerade so eiskalt überholt? Weiß ich nicht. Jetzt geht es auf jeden Fall, die Linie erstmal ganz gut zu verteidigen. Ja, wir sind besser aus dem Starthäuschen oder wie auch immer. Anders nennen wir rausgekommen und da werfe ich es alles weg. Und jetzt werde ich auch nicht mehr rankommen an den Schweinehund, ey. Scheiße. Ja, komm. Das müsst ihr mir jetzt aber mal zurechnen. Wenn ich die Kurve da so verkacke, dann ist da auch nichts mehr rauszuholen. So, mein Freund. Gleich erstmal gezeigt, wo es lang geht hier.
Typen gleich erstmal abgedrängt und dann holen wir uns hier erstmal unseren Vorsprung raus, den wir hier auch brauchen. Ja, wenn wir die Kurve so scheiße fahren, dann brauchen wir den nämlich wirklich. So. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Kampflinie fahren, verteidigen und dann sollte das jetzt endlich mal hinhauen hier. Aber was heißt endlich mal? Ist erst der zweite Versuch, aber trotzdem. Trotzdem würde ich mir da doch mehr wünschen. Kann man, glaube ich, so sagen. So, ums Kürfchen. Ja, der Typ wird nicht mehr rankommen. Der kann sich jetzt schön Haue abholen bei Mama, weil er es nicht geschafft hat. Und wir gewinnen dieses Car-Battle. Yeah, Party. Nee, aber echt, war jetzt nicht so glorios, aber kann man so lassen, denke ich. Gewonnen. Wir räumen alle Sterne ab und ordentlich Cash mal. Ist ja auch lang nicht mehr so gewesen. Und holen uns sogar noch ein paar Pünktchen bei Präzision wahrscheinlich ab, ne? Ja. Dit war klar, bleiben natürlich Level 11, aber holen uns unseren 20. Sieg. Keine Abzeichen, aber mein Gott. Es ist doch mal ein ganz passabler Start, möchte ich meinen. Geht zwar noch deutlich besser höchstwahrscheinlich, aber ich glaube, ich bin zufrieden. So, kein neues Einladungsevent, dann gehen wir gleich mal gemischte Event-Serie-Wettkampf und begeben uns zum Zeitfahren auf Glendale West. So. Ich hoffe, wir werden hier ja, nicht so versagen wie sonst immer bei den vorherigen Rennen. Ich werde, glaube ich, jedes Rennen vielleicht versuchen, einmal zu fahren so. Und dann, wenn wir 0 Sterne holen, dann holen wir 0 Sterne. Wenn wir nur 1 Stern holen, dann holen wir nur 1 Stern. So von der Devise her fahren. Denn ein 100% Run zu diesem Spiel ist für mich einfach unmöglich, weil ich einfach zu schlecht bin. Da will ich gar keine Ausrede finden. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Es liegt mir nicht so wie alle anderen NFS-Teile. Das mag ein bisschen an meinem Fahrstil liegen, das mag aber auch ein bisschen an dem Spiel selbst liegen, weil es viel realistischer ist als alle anderen Teile. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, weiß ich nicht. Das ist noch was anderes, aber ich komme halt... Alter! Geht der mit dem Jungen? Hohoho! Der ist erstmal richtig schön rausgeflogen. Shit. Ja, da war ja was. Nicht zu aggressiv. Erstmal sollte ich mir natürlich auch ein bisschen die Streckenführung reinziehen. Noch nicht zu viel Nitro geben. So. Bisschen ranfahren an den Herrn da. Ist das der gute Chad Ismet? Ich glaube nämlich ja. So. Bestzeit für Sektor 2. Besten Dank, mein Freund. Sauber überholt. Bis jetzt sieht das doch hier nicht so schlecht aus. Dieses eine Manöver, da war ja schon mal ganz in Ordnung. Diese Kurve war jetzt natürlich voll verkackt. Aber dafür können wir hier jetzt nochmal auf der Start- und Zielgeraden Nitro geben und nochmal eine richtig gute Zeit raushauen. Jo! Und da bietet 1 Minute 5, das haben wir. Jetzt sollen wir noch ordentlich Sternepunkte holen, um die anderen beiden Sterne zu holen. Aber der gute Chad Ismet ist ja 5 Sekunden hinter uns, ne? Das dürfte nochmal eine neue Bestzeit sein. Jawohl! Alter! Uiuiuiuiui. Jo! Das war ein ordentlicher Abflug. Ich würde auch gerne mal wieder was sehen. Ja, ich riskiere jetzt einfach mehr. Wir haben eine gute Führung inne. Der gute Nakamura ist zwar ein bisschen unterm Arsch am Kleben, aber das soll mir jetzt vollkommen egal sein. Ich bräuchte hier mal wieder einen Gegner. Gegner. Sonst kann ich hier die Sterne nicht holen. Oder die Sterneziele, oder wie auch immer man das nennen will. Also die Sterne, ja. Soll ich mal ein bisschen warten auf die Jungs? Damit wir ein paar Gegner haben, gegen die wir ein bisschen anstinken können. Ich würde mal sagen schon, ne? Ihr wollt ja immer Action sehen. 5 Sekunden sollten momentan noch reichen. Und da ist ja der gute Chat. So, den wollen wir jetzt mal ordentlich in die Suppe spucken. Bams. Da kommt Chatty. Aufgeholt hat er nicht gerade. Und jetzt versuche ich mal, dem Jungen so wie den anderen hier abzuschießen. Bams, 500 Profilpunkte. Shit. Naja, eine gute Runde und der Rest ist wieder Dreck. Ihr kennt das ja, aber was tut man nicht alles, um seinen Rivalen, den türkischen Terrier, ein bisschen zu nerven. Endlich ist sie weg, ey. Hat mich auch schon richtig genervt. Unser kleines Motorhäubchen. Unser Däubchen, das Motorhäubchen.
So, Chat. Muss man gar nicht so bremsen hier in der Kurve. Muss man aggressiv fahren, Alter. Aggressiv. Du als Terrier müsstest doch wissen, was das heißt. Ja. Oh, die 1000 Punkte werden wir nicht mehr hinkriegen, aber gut, das lag wahrscheinlich daran, dass wir nicht so schön im Feld waren. Oder doch, die 1000 Punkte könnten wir noch hinkriegen. Eine Runde dürfen wir wahrscheinlich noch. So, da ist man hier sauber rumgekurvt. Jawohl. Mit Nitro. Circus, nee, Nitro einfach nur so. Bums. Komm, fahr wieder vorbei, Kollege. Jawohl. 709 Punkte. Da geht aber noch mehr, Freunde. Bums. Ja, Gegner berührt. Das ist alles scheiße, was ich hier wieder fahre, Leute. Es tut mir leid. Ich will doch nur meine 1000 Punkte. So, letzte Runde. Ja, ja. Hab ich mir schon fast gedacht, dass es die sein wird. Oh, ist das nicht der Typ, den wir vorhin abgeschossen haben? Ja, dann machen wir das doch gleich nochmal. So. Bams. So, mein Freund. Ah, du erwehrst dich noch. Ich sehe schon. Bams. Und da sind die 1000 Punkte. Haben wir es doch noch hinbekommen. Decking. Der Boss. Nee, aber war wirklich räudig gefahren. Aber ich hatte jetzt hier mal wieder ein bisschen Spaß bei diesem Event, wo wir links und rechts über Ziel cruised sind. Ich hätte vielleicht die Zeit noch ein bisschen im Auge behalten sollen. Aber da hat sich nicht viel geändert. Und ja, ich würde mal sagen, volle Sterne abgeräumt, Freunde. Ah ne, hier ist ja die Ziellinie. Yeah. Der Move ist doch cool, oder? Ja, der ist cool. So, den anderen nochmal schön die Runde versaut. Gut, dass es hier keine Disqualifikation gibt. Jawohl. Crazy Yoni führt. Und wie? Mit fast 5 Sekunden hängen wir die Gegner ab. Holen uns alle Sterne nach Hause und nehmen 30.000, nee, 15.000 nur, schade. 15.000 US-Dollar mit. Dürfte dann auch ein paar Aggressionspunkte durchaus gemacht haben. Ja, ungefähr gleich. Und Fahrerlevel verändert sich jetzt nicht groß, hatte ich aber auch nicht erwartet. Aber insgesamt doch eine starke Leistung. Also stark jetzt nicht, aber wir haben gesiegt. Das ist doch alles, was zählt. Bei einem Rennen hätten wir total verkackt, aber hier haben wir gesiegt. So. Zeitfahren auf Glendale West haben wir gut abgeschossen. Nochmal Zeitfahren, nochmal Zeitfahren. Ah, ich weiß nicht. Zeitfahren, Zeitfahren. Das ist doch nichts. Machen wir doch hier mal so eine gemischte Serie Wettkampf. Das dürfte doch richtig interessant werden.